Ja, also der Herr Masnet hat heute schon versucht, klingt gut, das Wort Verantwortung zu buchstabieren. Er ist leider grandios daran gescheitert. Und ich glaube, dass das auch grundsätzlich das Problem ist, dass eben die Regierungsparteien das Wort Verantwortung nicht ordentlich buchstabieren können. Weil wenn das anders wäre, dann würden sie zustimmen, wenn es darum geht, Transparenz herzustellen und letztlich die Verantwortung zu leben, die Sie als Regierungspartei gegenüber den Steuerzahlern haben, die hier Milliarden zu zahlen haben. Und zwar nicht nur für die Hypo, sondern auch für die Kommunalkredit und für die ÖFAG. Und deshalb wäre es wirklich angebracht, wenn Sie hier zustimmen und einen zusätzlichen Untersuchungsausschuss ermöglichen. Wobei, und das ist ja überhaupt die Frau Damandl, ich weiß schon, was Sie sagen werden, das geht sich alles nicht aus, Sie haben keine Ressourcen. Jetzt erzählen Sie mir doch keine Märchen. Wir haben 6 Abgeordnete und schaffen es, den Untersuchungsausschuss zu besetzen, und Sie mit über 50 Abgeordneten schaffen das nicht. Das können Sie mir doch nicht weismachen, Frau Damandl. Das können Sie mir doch nicht weismachen. Schauen Sie, es geht um ganz etwas anderes. Es geht darum, dass Sie wissen, bei der Kommunalkredit, dass die SPÖ da unter Dreck am Stecken hat und Sie bei der ÖFAG auch einiges im Argen liegt. Und das ist der Grund, warum hier keine Transparenz gewährt werden soll. Aber kommen Sie heute raus und bestätigen Sie heute hier, dass dieser Untersuchungsausschuss kommt und von mir aus auch nach der Hypo. Kein Problem. Aber diese Festlegung erwarte ich mir heute von Ihnen und auch von Ihnen von der SPÖ, dass Sie sagen, es wird diesen Untersuchungsausschuss geben. Ich glaube, das sind wir auch den Bürgern schuldig. Weil wenn es nur darum geht, das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu vertagen, um dann letztlich keine Transparenz und keine Aufklärung hier möglich zu machen, dann ist es ein durchsichtiges Spiel, weil Sie eben ein schlechtes Gewissen haben, und zwar Sie beide. Auch für die Kommunalkredit AG sowie die Österreichische Volksbanken AG sei ein Untersuchungsausschuss unverzichtbar, betont Robert Luger, Klubobmann des Team Stronachs. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Kajan Kreiner von der SPÖ.